5 Büros gebeten, 5 verschiedene Städte zu inszenieren. Und dementsprechend ist heute das Stuttgarter Atelier Brückner, das Atelier Markgraf aus Frankfurt, Holzer Kobler Architekturen aus Zürich, Liga Nova auch aus Stuttgart und Tamschik Media and Space aus Berlin heute Abend hier, um die Städte Budapest, Istanbul, Kopenhagen, London und Paris in Szene zu setzen. Als wir vor über einem Jahr mit Plott über diese Veranstaltung gesprochen haben, hatten wir da eher ein Event im kleinen Rahmen, etwa in unserem Kundencenter in Reutlingen im Sinn. Im Laufe der gesamten Planungsphase sind dann aber neue Ideen entstanden und das Event ist immer weiter gewachsen. Nun stehen wir hier in der Phoenixhalle mit 5 tollen, spannenden Installationen, die unterschiedlicher nicht sein können, die aber alle größtenteils in modularer Bauweise entstanden sind. Da wir als Hersteller und Sie als Planer und Gestalter auch einen wichtigen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten müssen, war es uns ein Anliegen, mit dieser Veranstaltung zu demonstrieren, welche Gestaltungsmöglichkeiten ein modulares Wandsystem bietet. Budapest steht für die Bäder. In den Bädern findet das Stadtgeflüster statt, dort treffen sich die Leute, dort soll kommuniziert werden und dafür steht auch unser Pavillon. Die ganze Ornamentik von Budapest, die man so kennt, haben wir versucht genau dort umzusetzen, 1:1. Überraschenderweise ist Budapest ja schon extrem alt, die Römer waren bereits dort und die Bäderkultur ist wahrscheinlich die wichtigste überhaupt. Und das ist der Ort, wo Stadtgeflüster eigentlich wirklich begonnen hat. Früher natürlich auf den Märkten, aber dort ist es viel intimer, wie man es einfach mit diesen Dingen umgehen konnte. Stadtgeflüster heißt lästern, Stadtgeflüstern heißt auch Geschäfte machen, Stadtgeflüster heißt den neuesten Tratsch zu erleben. Und Budapest steht genau für diese Orte. Komme ich kurz noch auf den Istanbul-Pavillon, den Sie da hinten in der Ecke in Rot sehen, ein. Wir haben hier aus dem Muster, einem arabischen Muster heraus, diesen Pavillon entwickelt, eine Architektur, die an eine Kuppel erinnert, und haben diesen begehbaren Kuppelraum, der komplett verspiegelt ist, mit einer audiovisuellen Hommage an Istanbul, haben wir es genannt, gefüllt. Also eigentlich auch einem flüsternden, einem audiovisuellen, assoziativen Bild. Wie es bei Geschenken so üblich ist, sieht man eigentlich noch nicht den Inhalt und deswegen kann der Vortrag auch eigentlich nicht den Inhalt erklären, sondern ich möchte ein bisschen die Arbeitsweise des Atelier Brückners erklären, was wir so machen, wie wir Raum denken, versuchen den Raum zu entgrenzen, dass er Geschichten erzählt. Wir hoffen heute Abend, unser Pavillon kann auch eine kleine Geschichte erzählen über Kopenhagen, über Geräusche, die man jetzt hört versuchen da mit verschiedenen Mitteln zu arbeiten, einerseits mit Entgrenzung, mit Licht, mit Medien, mit ganz ungewöhnlichen Situationen, die eigentlich Objekte aus ihrem Kontext rausnehmen und daraus eigentlich besondere Situationen entstehen lassen. Viele verschiedene Eindrücke haben. Es gibt so das berühmte Skyline, the street level and the underground. Wir haben auch gedacht, so the tube, es ist wirklich die Venen von der Stadt. Man merkt, okay, mit der tube kann ich überall dahin gehen, alles sehen und jeder in der Stadt treffen. Es ist so ein Querschnitt von die Menschen.
Ja, und wir haben bei den Olympischen Spielen ja alle erleben dürfen, dass die Leute aus London auch einen guten Humor haben. Und da machen sie auch nicht vor ihrer Tube Halt. Und mit diesem schönen Zitat, if you can't convince them, confuse them, möchten wir schließen. Das ist eine tolle Geschichte. Die London Transport hat nämlich an einer Haltestelle eine Tafel, wo ein Mitarbeiter jeden Morgen etwas hinschreibt, wo alle inspiriert werden sollen, dass der tägliche Commute eben auch einen philosophischen Moment hat. Wir haben das erstmal von außen eigentlich betrachtet und haben gedacht, dass eigentlich jede Stadt für sich eine eigene Silhouette hat und eben wie hier in Paris eigentlich der Eiffelturm ausschlaggebend ist. Hier sieht man also, wenn man durch diese Schaulöcher, durch die Gucklöcher, durch die Spione schaut, diese einzelnen Fragmente, die wir abstrakt dargestellt haben. Also man schaut nicht aus dem Turm heraus in die Stadt, sondern in dem Turm sieht man die einzelnen Fragmente, die wir abstrahiert haben. Es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Entscheidung ist sehr spannend, sehr knapp ausgefallen. Und ich kann Ihnen sagen, and the winner is Istanbul. Vielen Dank.